Und dann kannst du erzählen, wie wir weitermachen. Ja. Ja? Okay. Stimmt. Wenn ich das bis dahin nicht vergessen habe. DAW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher melden sich hier live vom Backstage-Bereich des Frühlingsfestes der Volksmusik. Die Kaffeetheke steht hier im Storia Mastering Studio und an meiner Seite, wie immer, der charmanteste, eloquenteste und wie ich auch finde, bestgekleidetste Mastering-Engineer, den ich kenne, Björn, the Golden Ears of Holtwick. Schlüter. Oh, we are going international now, yes, I think. Of course we are. Oh, great. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zur neuen Folge von uns hier aus meinem Studio. Und ich freue mich natürlich total, dass kein Geringerer als dieser wunderschön charmante, gut frisierte Herr aus Münster-Wolbeck den Weg wieder auf sich genommen hat. Der Mann, der Probleme löst, die es noch gar nicht gibt. Jonas Wagner. Das bringt mich dazu, dass ich diese Woche tatsächlich ein lang gepflegtes Problem von mir gelöst habe, das ich wirklich seit Jahren schon vor mir herschiebe. Irgendwie, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte das Video gemacht, in dem ich mein komplettes Studio auseinandergerupft habe. Ich habe quasi nur das Thumbnail gesehen. Und das wieder neu gemacht habe. Also allein die Tage, ich habe das wirklich wochenlang vor mir hergeschoben, weil ich wusste, das wird richtig aufwendig. Bevor du jetzt lange ausholst, ja. Ich trinke schon mal Kaffee, ne? Prost auf euch. Prosit! Und in dem Zuge, ich habe das lange vor mir hergeschoben, aber ich wollte ja meine KH120 als zusätzliche Abhöre noch dazu bauen. Jetzt kam ja das ARC-System von IK Multimedia dazu, dass ich auch das einmessen konnte und so weiter. Also wunderbar. Reiß also alles auseinander, stell alles wieder hin. Alles funktioniert schon mal gut. Daumen hoch. Ich meine, wenn man alles auseinanderrupft und wieder zusammenschiebt, schon mal, ne? So. Weiß ja nie. Deutlich aufgeräumter, 50 Kilo Kabel raus. Hinter den Boxen mal durchgesaugt. Oh. Soll ja auch helfen, habe ich schon mal gehört. Ne? Ist bei dir ja einfacher möglich als bei mir. Wobei so eine gewisse Staubschicht ja auch eine absorbierende Wirkung hat vielleicht. Ne? Jeder Dicke auf jeden Fall. Auf jeden Fall kam ich dann an den Punkt, ich habe an der rechten Box, unter der rechten Box steht eine weitere Kamera, die ich in der Regel bespiele. Das ist die Kamera, die man bei meinen Videos sieht, wenn ich so am Schreibtisch sitze und hinter mir ist die Lavalampe am Laufen und so. Die nennt man so. Und die war immer extrem wackelig, weil dahinter ist einfach kein Platz. Da ist ein Rack, da ist der Boxenständer und so weiter. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich die Gelegenheit doch nutzen irgendwie, wenn ich doch alles auseinanderrupfe, dass ich da ein Stativ hinstelle, was eben nicht wackelt, was die Kamera festhält und stabil ist und so weiter und so fort. Und dann hatte ich eine Bombenidee, weil ich gedacht habe, ich habe dieses riesen Mikro, diesen Boxenständer von Monkey Banana, der wirklich sehr stabil ist und so ein dickes Rohr, ich habe das gemessen, irgendwie hatte, glaube ich, 70 mm Durchmesser oder so und habe gedacht, weil der so stabil ist, wenn ich da einfach ein Stativ dran schraube, dann ist das ja quasi, das bewegt sich ja, die Boxen bewegen sich ja auch nicht, dann ist es fest. So, aber wie dran schrauben, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, beim Schlagzeug, da gibt es doch diese Beckenhalter. Multiklemme. So, und ein Becken ist ja nur wirklich schwer. Also vor allem, wenn du das dicke Ridebecken ich habe so ein dickes Ridebecken von Silchen, glaube ich, ne? Nee, so ein, das ist auch so eine berühmte, egal, auf jeden Fall scheiße schwer, das Ding. Und wenn das auf dem Arm ist, der Statiker kann das ausrechnen, der ist richtig Last drauf, habe ich gedacht, dieser Beckenarm, wenn ich den festschrauben kann, hält meine Kamera bombenfest. So, das Ding kommt, ich mache die Klammern auseinander, schieb drüber, ist aber nur ein 550er Rohr. Ja, kacke, was denn jetzt? Und dann habe ich überlegt. Dann habe ich ein Holz quasi dazwischen gemacht. Habe ich ein Holz genommen, habe ein weiteres Rohr genommen, was ich noch rumfliege. Ich habe alles bei mir rumfliegen. So ein weiteres Rohr genommen, dann quasi den Boxenstativ, das Holz dazwischen, noch zwei Kerben rein, damit das neue Rohr sich nicht bewegt irgendwie. Also ein Nut reingefräst. Dann mit Spannern drum gemacht, dann den Beckenständer dran gemacht und dann festgestellt, dass das Gewinde oben, wo das Becken draufgeschraubt wird, nicht kompatibel ist mit meiner Kamera. So. So. Mit anderen Worten, ich habe einen kompletten Tag gebraucht und die komplette Werkstatt gefratzt irgendwie, aber auch. Aber ich habe es geschafft. Und die Idee war gut und es steht bombenfest jetzt. Also und jetzt hast du ein Becken an deinen Boxen. Ich könnte gemacht. Da jetzt auch ein Becken hinhängen, wenn ich das möchte. Dann mache ich so ein kleines Splash-Becken hin und jedes Mal, wenn ich an Björn denke, mache ich. Ja, oder wenn du wieder so einen deiner berühmten Witze erzählst, ne, kannst du selber so ein Badab. Gute Idee. Ja.
Besser als eine Kuhglocke auf jeden Fall. Naja, aber die Idee war gut. In der Umsetzung hätte ich vielleicht... Ich wusste Umsetzung halt, war auch gut, ja. Ja, also die Klammer, ich wusste halt nicht, dass das Rohr maximal 50 mm haben darf bei der Klammer. Und habe auch so eine Multiklemme, die ist auch, leider passt die nicht dahin, wo ich sie eigentlich hinhaben will. Ja. Deswegen ist die jetzt, ich habe so ein Ding am Hi-Hat-Stativ gerade tatsächlich dran. Mhm. Es ist aber immer auch so ein bisschen fuckelig. Also das ist eine coole Idee, aber letzten Endes, gerade so auch mit den Schwingungen, muss man schon sagen. Also ich habe jetzt gerade an einem Hi-Hat-Stativ Multiklammer, wo ein Becken dran ist, ein Crashbecken. Ja. Und das ist natürlich schon, du bist ja dauerhaft mit dem linken Fuß auf dem Hi-Hat-Pedal. Mhm. Wenn du auf das Crashbecken haust, dann hast du halt so eine richtige Vibration in dem Fuß. Ja. Ne? Jetzt wird der ein oder andere Metal-Drummer vielleicht sagen, was holst du denn jetzt? Genau. Wenn ich hier reintrete, dann wackelt die ganze Wacken-Mainstage. Nee, der Metal-Drummer sagt, wieso, mein Fuß steht doch sowieso nie auf dem Hi-Hat, weil der ist immer auf der zweiten Bass-Drum drauf. Auf dem Doppelfußpedal oder auf der zweiten Kick, genau. Aber ich finde es schon... Für die Art von Musik, die ich dann regelmäßig mache, ist es schon eher, das ist etwas filigranere Musik. Ah, ja. Da ist es dann doch etwas anstrengend, so mit der Zeit, habe ich festgestellt, weil das die ganze Zeit irgendwie vibriert. Ich bin aber auch einfach zu faul, noch ein weiteres Beckenstativ mitzunehmen. Ja, das ist auch wirklich, ich beneide auch keinen Schlagzeuger, weil diese Schlepperei ist wirklich, das macht wirklich keinen Spaß. Ne? Das ist, du kannst den geilsten Gig der Welt gespielt haben und wenn du danach dann alleine auf der ranzigen Bühne alles wieder wegräumst und dann diesen riesen Koffer, dieses Grab, dieses Kindergrab siehst, wo alles Metall drin liegt und denkst so, oh Gott, warum habe ich keinen Drum-Rodi? Und warum sind die anderen schon wieder alle an der Theke? Ja, ja, genau. Vor allem der Sänger als erstes natürlich. Der schon wieder, lass da nicht drüber reden. Aber ich hab mir jetzt ja eine 18-Zoll Bassdrum gekauft. Du hast sie ja schon gesehen, die sieht echt süß aus. Ne? Sie ist nicht nur süß, sie klingt doch fantastisch. Ja, ich habe da jetzt noch ein bisschen dran rumgebastelt tatsächlich auch. Weil sie wird ja auch immer nur mit Mikrofon gespielt. Das muss man natürlich dazu sagen, ne? Dass man jetzt eine 18 Zoll Bassdrum natürlich rein physikalisch nicht den gleichen Grundton produzieren kann wie eine 22 Bassdrum. Ja. Ist, denke ich mal, jedem klar. Das ist Physik, genau. Aber man kann ja fake it till you make it, sagt ja, wo wir heute so international sind. Aus so einer kleinen Bluetooth-Box denkt man ja auch, mein Gott, was kommt da ein Suppers raus? Und in Wirklichkeit geht die bei 90 Hertz los oder 80 Hertz. Ja. Von daher kann man das bei einer 18er Bassdrum auch echt gut machen. Ich habe jetzt immer noch ein weiteres System gerade bestellt, wo ich dann ein Grenzflächenmikrofon in die Bassdrum fest implementieren werde. Ah. Damit das nicht verrutscht. Aber das ist schon cool, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Also ich habe auch am Anfang, habe ich mal gedacht, nee, so 18 Zoll, das ist mir dann doch ein bisschen zu sehr Liebling. Ich habe die Tuba geschrumpft, die Bassdrum geschrumpft. Ich die Tuba geschrumpft? Komm ich jetzt auf die Tuba. Ich habe die Bassdrum geschrumpft. Das Bild finde ich auf jeden Fall lustig. Ja, aber es sieht ja auch ein bisschen so aus, als wenn die Bassdrum ein bisschen so heiß gewaschen worden wäre. Ja, also, außer Frage. Aber sie funktioniert astrein, das macht Spaß und ja, vielleicht muss ich doch einfach mal wieder ein zweites Beckenstativ noch in interessanterweise, wo du gerade über die Physik sprichst und über kleine Boxen die Bassdrum hat ja auch die Öffnung dann quasi. Das, im Resonanzfeld. Im Resonanzfeld, so, das ist ja auch Physik, weil da macht es ja auch ordentlich Bums und so weiter. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall. Da geht es ja vor allem um die Luft, ne? Ja, ja. Viele denken ja immer, das ist nur, um da ein Mikro reinzustecken. Okay. Ist es doch auch, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, Logo. Und dieses Loch oben drauf auf der Bassdrum, wo die Luft rauskommt? Ja, das ist das gleiche. Also okay. Ne? Na, ich komme drauf, weil ich habe ja die KH120 jetzt unter meinen 310ern installiert. Ja. Und ich habe die KH120 ja lange gehabt zum Abmischen und habe die aber irgendwann ja gegen die 310er ausgetauscht, weil die 120er eben eine Bassreflexöffnung haben, unter anderem, weil die haben. Ne? Also die sind wirklich für ihre Größe, kommt da schon Erstaunliches raus, aber tatsächlich, ne? Ich war wirklich nochmal beeindruckt, weil die standen jetzt wirklich 3-4 Jahre nebenan. Und die 310er haben ja kein Bassreflexsystem, das heißt, da kommt der Schall direkt raus. Und ich habe verschiedene Erkenntnisse tatsächlich aus diesem Video, aus diesem Umbau rausgezogen. Zum einen, die 120er klingen für ihre Größe wirklich beeindruckend, aber ich habe auch sofort wieder festgestellt, warum ich die damals gegen die 310er ausgetauscht habe. Also natürlich ist das ein Riesenschritt. Ich habe nochmal bei Thomann geguckt, wie viel Geld ich damals ausgegeben habe für diese großen Boxen. Die kosten ein Stück über 3.000 Euro, ne? Habe ich, oder 2.000? Also, ich weiß nicht. Ich hatte ja auch mal die 310er. Ja. Ich habe sie damals Stück für 1,8 oder 1,7. Nee, kosten die lange nicht mehr. Naja, gut. Auf jeden Fall richtig, richtig viel Geld, ne? Lange. Und
und habe dann nochmal beide Boxen angehabt und ich habe ja auch den Subwoofer unten drunter stehen und so weiter, habe verschiedene Messsachen dann auch gemacht, die man im Video auch gar nicht sieht. Ist der Subwoofer jetzt nur an den 310ern oder auch in den 320ern? Das ist ja das Problem gewesen, deswegen habe ich ja das ARC-System auch genommen, weil die Raumkorrektur von Neumann, die ist im Subwoofer verbaut. Mhm. So, und der Subwoofer, der hat diesen DSP drin, der steuert das und der übernimmt dann auch das Bassmanagement und steuert dann die 310er. Jetzt kann ich da aber kein zweites Paar Boxen dran anschließen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die KH120-2 kaufen. Die haben den DSP, glaube ich, eingebaut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich sag's mal. Oder eben das ARC-System nehmen und selber einmessen. Oder irgendwie hier ein Connect-Q, wie du einen hast oder sonst was. Ne? So ein separates System. Ja. Oder Software nehmen, geht auch. Aber die darf ich dann nie vergessen, vorher auszuschalten, bevor ich dann den Kopfhörer aufsetze und so weiter. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, vom Klangverhalten her, du machst die KH120 eingemessen an und denkst so, boah, das ist so satt. Also richtig so satt im Bereich zwischen 80 und 200 Hertz, denkst du richtig. So, und dann ist mir eingefallen, es ist eine richtig dicke Hosebox. So, also richtig, du machst sie an und denkst sofort, boah, aus den kleinen Dingen kommt sowas raus. Mhm. Und dann stellst du um auf die 310er und es ist alles nicht mehr so dicke Hose. Also könnte ich natürlich auch mit dem EQ dann korrigieren natürlich. Ne? Aber es ist alles nicht mehr dicke Hose, aber viel ausgeglichener, runder, der Bass, alles irgendwie präziser. Und dann als nächstes, ich weiß, dass das für Leute ist, die Gras wachsen hören, ne? Aber wie präzise diese 310er ohne die Bassreflexbox arbeiten, im Vergleich zu der Bassreflexöffnung, der Schall von dem Speaker muss ja einmal durchs System, bis der vorne rauskommt und so weiter. Und dann eine weitere Erkenntnis, dass ich dann, nachdem ich die 310 habe ich ja auch eingemessen, dass ich da beim Bassmanagement mal den Subwoofer ausgestellt habe. Was dazu führt, dass der Bass jetzt plötzlich nicht mehr mono unten aus der Mitte kommt oder natürlich als Kugel vom Subwoofer in den Raum geschoben wird, sondern eben Stereo aus beiden Boxen raus. Das heißt, die laufen jetzt Full Range. Das heißt, wenn ich einen Song wie In Your Eyes, heißt der, glaube ich, von The Weeknd zum Beispiel habe, der Bass ist ganz klassisch, wie man das heutzutage auch macht, Stereo. Und zwar komplett durchgängig Stereo. Mhm. Ne? Nicht monosummiert unter 80 Hertz oder so. Und dann sitzt du da und schaltest plötzlich das Bassmanagement aus. Der Subwoofer schaltet also von Mono auf Stereo-Bass. Und du denkst so, wow, es geht nicht mehr so tief runter, was bei meinem Raum aber nicht so unbedingt wichtig ist irgendwie, weil der Raum hat ja auch seine Probleme. Ich habe ja hier nicht so durchgestimmte Helmholtz-Resonatoren drin wie du. Und du stellst sofort fest, oh, das ist aber auch gut. Geht nicht so tief, ist aber auch gut. Nochmal zurück, nochmal an. Dann schaltest du auf eine andere Mucke, wo die beim Mastering, beim Mix den Bass summiert haben, da ist es egal, weil das wird ja vom Grundmaterial schon geliefert, dass kein Stereo-Bass ist. Ne? Und also da funktioniert mein Satellitensystem dann wieder. Und dann musst du dich entscheiden, welchen Teil finde ich jetzt besser, weil ich habe ja keinen Bock, die ganze Zeit das Bassmanagement an- und auszuschalten, je nachdem, welchen Song ich gerade höre. Aber was für eine Erkenntnis. Und dann wieder umgeschaltet auf die dicke Hose-Boxen. Cool. Mhm. Komplett andere Baustelle, weil natürlich auch die KH310 einen separaten Mittenspeaker haben, also Höhenmittenspeaker. Und ein ganz anderes Wiedergabeverhalten haben. Und beides hat seine Berechtigung. Aber ich habe mich dann doch wieder neu in meine 310er verliebt, weil ich gedacht habe, es ist nicht ohne Grund die bessere Box. Irgendwie. Das ist wirklich toll. Also dazu, ich hatte ja auch die 310er. Ja, aber mit zwei Subwoofern. Mit zwei Subwoofern. Ja. Mit den beiden, als die damals ganz neu rauskamen, 750 DSP, genau. Ja, den habe ich auch, ja. Genau, und ich hatte ja zwei davon und da war ja auch viel, ja, was für ein Quatsch, irgendwie zwei Subwoofer, es ist völlig egal, den kannst du irgendwo im Raum hinstellen, Hauptsache, das ist da. Bass unter 80 Hertz kann man eh nicht orten. Genau. So, dieser ganze Bullshit, Entschuldigung, ja, auf sagen, Deutsch, ja. auf Deutsch, Bullshit auf Deutsch gesagt, auch schöner Satz. Ja, dieses schöne deutsche Wort Bullshit. Genau, das ist totaler Schwachsinn, wirklich total Schwachsinn. Und ganz interessanterweise habe ich vor, ich glaube, 3 Wochen oder 4 Wochen, habe ich mit unserem lieben Freund Timo Krämer noch eine, ich weiß gar nicht, anderthalbstündige Zoom-Session, glaube ich, gehabt, weil er hat vor, Spoiler Alert, zu ungefähr so einem Thema ein Video zu machen oder ich glaube sogar auch ein Stream oder ich weiß gar nicht, was er da ja alles so macht. Er macht immer ziemlich lange Videos, genau. Also Streams, ne? Mhm. Und hat gesagt, ich wollte einfach nur mal von jemand anderem die Meinung dazu hören, der auch, ich sag jetzt mal, Ahnung hat oder der da auch Erfahrung hat, ob ich mit der These, die ich da rausballern will, sozusagen,
ob ich irgendwie einen Denkfehler habe oder nicht. Und er hat mir das so erzählt. Was war die These? Kannst du sie formulieren? Na, ich will ihm jetzt sein Video nicht wegspoilern. Vielleicht. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch sogar schon raus. Ich müsste selber mal gucken. Beim Timo auf dem Kanal könnt ihr sowieso immer gucken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Schaut auch immer rein bei Timo Krämer. Genau. Und da ging es auch, es ging, ich sage jetzt mal thematisch, einfach genau darum. Bass Mono, Mono Maker, Low Cut im Seitensignal, alles, was man so vor allem auf den sozialen Medien, sage jetzt mal Instagram und so, siehst du ganz oft diese Quick Tips oder jetzt oder YouTube Shorts oder wie es heißt. Ich habe da auch schon Videos zugemacht. Ne? Ja, genau. Ja. Aber da gibt es ja immer diesen kurzen Weg und es gibt ja den langen Weg. Ja. Ne? Und du kannst nun mal in einem Short oder in einem Reel, was 59 Sekunden ist, da kannst du höchstens Aussagen ja aufstellen, ohne sie großartig zu erklären oder zu belegen oder zu wie auch immer. Und du darfst ja nicht vergessen, wo die konsumiert werden. Ne? Am Handy. Ja, ja, klar. Nicht in der Studioumgebung. Und selbst wenn Reel 59 Sekunden dauert, würde ich behaupten, dass 90% der Leute wahrscheinlich die ersten 10 Sekunden gucken. Ja, ich unterscheide da immer zwischen dem Short und dem Longform. Ist immer das Short ist das Wie und im Longform kannst du, also im langen Video kannst du das Warum. Ja, aber das Gefährliche ist natürlich dann, und da gibt es ja namhafte Produzenten oder auch Engineers, ne? Gibt es so einen Engländer, der auch immer ganz wilde ganz wilde Regeln oder so raushaut. Ja, mach doch einfach immer bei 24 Hertz machst du einen Low-Cut im Mittensignal und bei 120 Hertz machst du einen Low-Cut im Seitensignal und dann ist dann... Achso, Mittensignal, dann, ich war gerade mitten bei 24 Hertz. Nee, Mitte, okay, Mitte-Seite. Mitte-Seite, okay. Genau, ja. Ne, nimmst du einen Fab-Filter bei 24 Hertz oder weiß nicht, 20 Hertz Mitte und 150 oder 120 Hertz Seite und dann immer dieser Satz, da habe ich mich mit Timo auch lange drüber unterhalten, dann wird der Bass aufgeräumter oder so, wo man dann so denkt, jetzt mal ganz wieder mal ganz technisch mit dem weißen Kittel, was verändert sich denn da? Wenn ich bei 20 Hertz einen Low-Cut mache, im summierten Signal, also im Mittensignal, was ändert sich denn dann? jetzt kann man sagen, ja gut, sicherheitshalber, aber was sind denn, und jetzt können wir ganz lange ausholen, was die negativen Folgen eines Cuts, also eines Filters, eines Low-Cuts sind, egal ob jetzt, was für eine Phase, Linearphase, es passiert auf jeden Fall immer was bei einem EQ, gerade bei einem Cut, also bei einem Low-Cut oder High-Cut. Im Gegensatz zum Shelf. Genau. Passiert auch was, deutlich weniger. Aber weniger. Es passiert was mit der Phase und beim Cut eben am schlimmsten und so weiter. Und dann auch beim Seitensignal, warum wird denn der Bass aufgeräumter oder knackiger, punchiger, wenn du bei 120 Hertz einen Low-Cut im Differenz, also im Seitensignal machst? Das ist völliger Bullshit. Also das ist wirklich, das ist so weit an der Realität vorbei, weil die meisten Leute verwechseln. Ich sehe deine Nackenhaare, die abrasiert wurden. Die stellen sich auf. Die meisten unterscheiden ja oder denken ja in Mitte Seite ist wie Mono Stereo. Nee. Letzten Endes, genau. Das heißt, dieses Mitte Seite kann man viel, viel schöner immer in Sum und Differenz erklären. Genau, Summe und Differenz. So, und das ist eigentlich viel, viel schöner. Es geht ja nur darum, wo du jetzt sagst, The Weeknd zum Beispiel. Ja. Der Bass, der mit Sicherheit bis auch unterhalb von 100 Hertz oder 120 Hertz nicht Mono ist, wie du gesagt hast. Müssen wir mal überprüfen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der durchgängig Stereo ist. Ja, ich meine also der ist Stereo, aber deswegen ist er ja nicht out of phase. Nee. Das ist nämlich dann immer dieses, aber die Phasenlage musst du aufpassen im Bass. Und wenn du Vinyl machst, 150 Hertz, musst du immer alles in den Seiten wegmachen. So. Moment mal, das ist überhaupt nicht richtig. Ja, es geht immer nur um die Phasenlage bei diesen Dingern. Und wenn alle sagen, und dann Mono hier im Club, dann ist nachher der Bass weg. Ach, nein. Und um deinen Berufsstand nochmal eben zu sichern, die Nummer mit dem Vinyl ist mitnichten die Aufgabe des Mix-Engineers. Nein. Das ist die Aufgabe des Mastering-Engineers. Ja, oder sogar des Cutting. Oder des Cutters, Cutters, ne? Aber mitnichten die Aufgabe des Mix-Engineers. Ja, aber um wieder diesen Schlag zurückzumachen zu den Boxen, ich habe immer gesagt, oder die Erklärung dafür ist ja letzten Endes die, wie du schon gesagt hast, ich möchte zum einen, möchte ich selber entscheiden, welche Frequenzen in meinem Studio Mono sind und welche nicht.
Zweitens mal kann ich ja gar nicht beurteilen, wenn ich jetzt auf einem System, und ich rede darüber, ich rede nicht über ein Homestudio, wo jemand für sich selber Musik macht, ich biete professionelle Dienstleistungen in einem Bereich an, kann aber gar nicht mal in meinem Raum hören, ob bei 60 Hertz es vielleicht irgendwelche Probleme gibt, weil ich höre ja alles unterhalb von 120 Hertz nur Mono. Ja, genau. Ne? Und der nächste Punkt zu den 310ern. Wir haben ja hier lange rumgebastelt damals mit diesem System K310 plus 750er Sub mit Markus Bertram. Ja, ja. Und letzten Endes haben wir uns dafür entschieden, dass wir überhaupt keine Cut-Frequenz, keine Crossover-Frequenz machen. Also ihr lasst beide Full-Range laufen genau, quasi. Die 310er sind auf Full-Range gelaufen und die Subwoofer sind einfach zusätzlich dazugekommen. Ja. Natürlich in einer perfekt in Phase, durch die Aufstellung, ne, klar. Hatte aber also einfach den Vorteil. Ne? Die 310er und der 750er war da drunter oder da drüber? Drunter. Ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die ihn da drüber gestellt haben. Also ja, du musst halt nur sehen, dass der Hochtöner auf Ohrhöhe ist. Genau, das wäre schon darum, sinnvoll, ne? Deswegen, genau. Der Tweeter oder wie auch immer. Ja. Nee, also es war genau das hier, was hier in der Mitte steht, die Leute bei YouTube sehen, dass das so eine kleine Bassfalle nennt sich das. Das ist mehr so eine Holzplatte mit ein bisschen irgendwas drin. Füllstoff. Ja, also viel Bass macht es nicht, aber da stand, da hatte ich dann diese ISO-Pucks. Ja. Vielleicht kennen die einige auch noch. Die habe ich übrigens im Video gezeigt. Ah, sehr schön. Deine ISO-Pucks, die habe ich auch schön inszeniert. Ja, die da drauf, dann da den Subwoofer drauf, auf dem Subwoofer auch von ISO oder ISO Acoustics, diese, die stehen ja auch unter meinen Auratons, diese, ja, auch so absorbierende Teile halt, ne? Diese Mini-Stative, die so gefedert sind, sozusagen, aus Gummi. ISO-Akustik heißt das? Nee, Liquid, von Liquid. Nee, das ist von ISO-Akustik. Also ISO-Akustik. Ja, genau. Die dann da drauf und da standen die 310er drauf. So, und die 310er sind komplett Full-Range gelaufen. Die gehen auch bis 32 Hertz die oder so. Die gehen tüchtig runter, ja. Das Problem ist ja immer nur, du musst dich ja dem Raum anpassen. Das heißt, wir haben in dem Moment die 310er Full-Range laufen lassen, mussten sie aber nicht so viel arbeiten lassen in den tiefen Frequenzen, also nicht zusätzlich noch was reindrehen, um einen balancierten Frequenzverlauf zu kriegen. Und das hat diese 310er dermaßen entlastet bei mir damals, wo ich die ohne betrieben habe. Mhm. Da hast du gemerkt, okay, man musste da noch nach EQen, um eben dann die Balance hier in dem Raum mit den Boxen herzustellen, die ich haben möchte. Und dann hast du gemerkt, wie viel Klarheit und wie viel Präzision du zurückbekommst in den Mitten und in den Höhen. Ja. Nur dadurch, dass du unten drunter einfach das Fundament komplett für sich laufen lässt. Ja. Und der Unterschied, ob etwas Mono oder Stereo ist, ist wirklich immens. Ja? Also ich war total überrascht, weil ich kam auch aus der Perspektive, ein Sub reicht und mal davon ab, der kostet 1.500 € oder so. Ja. Das ist schon echt eine Ansage, das Teil. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt noch dekadenter spreche, im Moment steht der nur wegen dem DSP bei mir unten drunter. Also es gibt den DSP ja nicht separat zu kaufen als Box, so wie die das Arc. Ja, so, ne? Ja. So, also mir würde die Raumkorrektur von Neumann schon vollkommen ausreichen, ne, mit als Hardware, weil das muss man auch dazu sagen, die Raumkorrektur von IK Multimedia, die bringt eine Latenz ins System rein, die ich ein bisschen gemessen habe, ne, was dazu führt, wenn ich jetzt zwischen Neumann und zwischen großen und den kleinen umschalte, die großen laufen nahezu latenzfrei über das System von Neumann. Die Raumkorrektur. Und Arc bringt eine kleine Latenz mit. Sodass du, wenn du umschaltest, wenn ich zurückschalte von den 120ern auf die 310er rückschalte, dann rutscht das so ein paar Millisekunden das Signal nach hinten. Und umgekehrt, wenn ich auf die 120er stelle, dann habe ich so einen kleinen Bruch an der Stelle. Ja, das reicht schon. Ne? Zum Einspielen müsste man jetzt halt die Raumkorrektur ausmachen. Wenn du jetzt irgendwas Zeitkritisches einspielst, also wenn ich Gitarren zum Beispiel, Nile Rodgers Gitarren einspiele, dann müsste ich die ausmachen, weil ich sonst nicht auf dem Punkt drauf bin. Ja, geht nicht. Ne? Und es sei denn, du willst laid back spielen, dann ist wieder gut. Aber das ist so das Einzige, wo ich dann sage, aber wenn fürs Mixing merkst du es ja nicht. Wenn die Raumkorrektur immer an ist, du nicht aufnimmst in deinem Raum, dann ist die Raumkorrektur immer eine Bereicherung. Ne? Total. Immer eine Bereicherung, muss ich wirklich dazu sagen. Einige haben auch geschrieben, ja, der hat ja bei dir gar nicht so viel gemacht. Das könnte daran liegen, dass in meinem Raum schon der Grundsound einigermaßen okay ist. Ne? Ja, ja, klar. Aber unabhängig davon. Hat aber jetzt auch nicht jeder irgendwie 7, 8, 9, 10
Absorber von einer namhaften deutschen Marke da drin stehen. Ne? Ja, auch ohne namhafte Marke, ja, wenn du dir einfach Basotec reinknaubst und ich habe nochmal, ich habe hinten hinter mir habe ich so 4 Selbstbaurahmen hängen, die sind 50 mal 100, also Meter mal 50 Zentimeter. Mhm. Da ist eine Basotec-Platte drin, da drauf liegt nochmal eine Basotec-Platte, die hat insgesamt 10 Zentimeter Basotec, also ich habe 2 5 Zentimeter Platten damals gekauft und einfach übereinander gelegt. Und da habe ich jetzt aber, weil die schräg hinten rüber hängen, ich hatte da so Bassfallen im Keller stehen aus Basotec, die habe ich da oben auch noch mit reingelegt, um den oberen Bereich hinter mir auch nochmal zu entlasten und einfach noch Bass rauszunehmen, weil es ist die Hauptaufgabe, aus so einem kleinen Raum einfach Bass rauszunehmen und speziell die Ecken da wirklich zu entschärfen. Und wenn du bei mir im Studio hinten an der Tür stehst und ich vorne sitze und gut hören kann, dann fliegt dir hinten die Pumpe raus, weil da so viel Bass ist hinten an der Tür. Mhm. Aber das ist nun mal Physik, da kann man ja nichts machen. Ne? Das ist ja auch nicht großartig anders. Also nee, wenn wir jetzt, es geht halt so, um den Abhörplatz, ne? Nichts anderes. Ne? Wenn wir jetzt hier hinten sitzen aber würden... Um es nochmal runterzubrechen, also die Erkenntnis tatsächlich, die K310 Full Range laufen zu lassen und auf den Subwoofer sogar zu verzichten oder den sukzessive mal dazu zu schalten oder so. Also mein Raum profitiert tatsächlich durchaus davon, wenn der Sub nicht läuft, weil der Bass dann nicht so stark angeregt wird und es dann an der Abhörposition einfach präziser ist. Ja, es geht nicht so tief runter, aber ehrlich gesagt, Rockmusik unter 30 Hertz, also selbst unter 40 Hertz ist schon relativ, also würde ich jetzt in dem Bereich bin ich nicht unterwegs irgendwie, ne? Also da geht es ja dann auch weniger um dieses, ich meine, was hörst du bei 23 Hertz noch? Also das nimmst du vielleicht spüren, wahr, physikalisch, ja, genau. Ja. Genau, ne? Aber ich glaube, es geht ja dann immer mehr darum, das ist ja wie, ich sag mal, wenn du jetzt ein Auto Marke XY nimmst und die, wenn du den voll durchtrittst, bergab fährt der 150, ja. Du fährst jetzt aber dauerhaft auf der Autobahn 140, dann wird das mit dem Auto nicht so viel Spaß machen und auf Dauer für das Auto mit Sicherheit auch nicht so erquickend sein, als wenn du ein Auto hast, was 220 fahren kann und du fährst dauerhaft 140. Ja. Also es geht ja immer um entspannt diese... dann. Genau, ja. Es geht ja dann darum, das ist ja auch wieder Physik, die 310er, was ist das, 8 Zoll oder 10? Ne, 8 Zoll, glaube ich. Das war schon groß, ja, ja. 8 hat er bestimmt. Ja, ja, ich meine, große, ja. So, und klar kann er das abbilden, natürlich auch durch sein System, durch seine Bauweise, ja. Kann er natürlich diese tiefen Frequenzen bis zu einem gewissen Grad dann abbilden, aber trotzdem wirst du darauf 40 oder auch 50, 60 Hertz natürlich immer ganz anders wahrnehmen, als wenn wir jetzt zum Beispiel über das System hier sprechen. Gut, ja. Klar, sind da auch noch mal ein paar... Ja, aber dein System ist ja zum Beispiel auch ein komplett geschlossenes System. Die Amphins, die du hier stehen hast, da ist keine Bassreflexöffnung dran an dem System. Wenn ich mich, du hast zwar Passivspeaker drin und in deinen Subs, aber du hast keine Bassreflexöffnung drin, oder? Bassreflex, ja, du hast ja an den Seiten diese Speaker quasi. Ja, aber es ist nicht offen. Nee. Also du hast den Passivspeaker, der mitschwingt irgendwie gegenphasig zu dem anderen oder mitphasig mit dem anderen, je nachdem. Das ist ja auch Physik. Ne? Der eine ist angetrieben und der andere läuft einfach automatisch mit, dadurch, dass die Luft sich im Gehäuse bewegt und nicht raus kann. So. Und so Subwoofer habe ich übrigens im Kino stehen auch. Die haben dann auf beiden Seiten Pappen. Der eine ist angetrieben und der andere läuft einfach mit diesen Augen geschlossen. Und die Tatsache einfach, dass du eben nicht diese unkontrollierten Bässe hast, die eben dieses Bassreflexsysteme machen. Ja, die K310 gehen eben nicht so tief runter, wie wenn du eine gleich große Vokalbox daneben stellen solltest oder von irgendeinem anderen Hersteller, die aber Bassreflex ist, wirst du immer sagen, boah, die ist aber fett unten rum. Mhm. Ne? Und die K310 macht das nicht, aber dafür ist sie halt um Längen präziser und die regt halt auch den Bullshit in meinem Raum, schon wieder dieses Wort, also den Bereich, den mein Raum eh nicht verarbeiten kann oder nur Unfug darin treibt, regt der nicht an. Und dann hilft es eher, als dass es nicht da ist. Also wie gesagt, der Unterschied ist dann ja wirklich nochmal in der Wahrnehmung der Bassfrequenzen. Ne? Und ich finde die 310er, und natürlich ist das ein hoher Preis auch, die kosten jetzt auch nicht 500 Euro, aber ich sage ganz bewusst für den Preis. Ja. Weil sie sind nicht günstig, aber sie sind ihren Preis definitiv wert. Die sind preiswert, sage ich dann immer. Ja, so kann man das sagen. Ja. Ne? Und die gehen schon wirklich tief runter. Die brauchst du dir jetzt aber auch nicht in den Raum stellen, wenn du halt keine Raumakustik hast. Nee, nochmal, das wäre totaler Quatsch. Ja.
Der Unterschied dann wirklich von den 310ern jetzt auf so ein System, wie es hier steht, ja, da reden wir ja dann auch nochmal über ein paar Scheine mehr. Ja, ne? Und nicht nur das Doppelte bis Dreifache reden wir ja dann. Ne? Weil du, also ich weiß nicht, was sie jetzt kosten. Die 310er sind ja aktiv Boxen, aber die M4 sind ja Passivboxen. Da kommt ja so noch Amp dazu. Ne? Gut, jetzt stehen ja hier noch auch die zwei Bässe, also Bass. Ja. Heißt das ja, Basis nennt M4 das ja nicht Bass. Bass One. Also das System, so wie das jetzt hier steht, wäre beim dem Preis, den ich damals bezahlt habe für die... Du hast es gebraucht gekauft, muss man dazu das sagen. Das System, ne? Habe ich ja, gebraucht gekauft, ja. Und die Neumänner haben damals so um die 1,8, glaube ich, das Stück gekostet, ja, bei mir. Meine ich, sie gucken gleich nochmal 10 Jahre her. Ne? Ja. Dann bist du hier ungefähr beim Fünffachen. Ja, ne? Aber ich sage auch ehrlich, also mal davon ab, dass du die gleiche Kohle, die du in deine Abhörer reingesteckt hast, mindestens hier auch in die Raumakustik reingesteckt hast. 150% nochmal. Ja, so, ne? Also das, um das Verhältnis auch mal klar zu machen, für ein professionelles Studio steckst du eigentlich mehr in die Raumakustik rein als in die eigentliche Abhöre. Oder kannst du? Ja, auf jeden Fall 50-50, so, ja. So in dem Bereich, ne? Aber lass das Thema mal abschließen, weil es war auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis, festzustellen, okay, dass ich den Subwoofer eigentlich gar nicht bräuchte. Wenn, ne? Ich wollte ja nur, um den Punkt eben so einzubringen, ich wollte ja nur sagen, der Sprung dann nochmal wieder auf ein anderes, das ist, hat dann auch ganz viel mit Geschmack zu tun. Dann, wie willst du das wahrnehmen? Du findest das System jetzt auch geil. Es gibt da vielleicht auch jemanden, der sagt, ja, ist nett, aber ist jetzt nicht. Viele mögen M4s tatsächlich auch nicht. Ganz viele. Ja, tatsächlich. Leute. Der Colt Caperin aus Amerika, der so ein Metal-Producer oder Hardrock-Producer, der hat alles ausprobiert. Der hat auch die großen Vokals da stehen. Und der hat die alle mal im Shootout gehabt und der hat die M4s abgewählt für sich. Es ist Geschmack. Ich war total fasziniert, weil ich habe hier gesessen und habe nur gedacht: Wow, was für eine Präzision, was für eine Phantommitte, was für eine alles irgendwie. Also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich hier Musik hören darf. Deswegen, also es ist ja absolut Geschmackssache. Ja, ne? Ja, also bis zu einem gewissen Grad an Kohle, sag ich jetzt mal, die man ausgibt, ist es vielleicht auch dann einfach, da sind Abstriche. Ja. Und irgendwann geht es dann darum, dass dann, da geht es dann um das Kabel, was nicht mehr 150, sondern 450 Euro kostet für 1,50 Meter. Da sind wir dann aber in ganz anderen Bereichen dabei. Aber interessant, behalte den Punkt eben. Ich wollte nur noch kurz sagen, ich war auf der Superboost und habe da ein großes Vokalsystem gehört. Das war in einem Zelt aufgebaut. Das heißt, da ist quasi keine Raumakustik, außer vielleicht im höchsten Obertonbereich, irgendwie, keine Ahnung. Das heißt, drumherum, Bass konnte überall hin. Da hatten die ein großes Vokalsystem aufgebaut mit zwei Subwoofern. Und ich saß dann in der Mitte, der schmiss das an und ich habe gedacht, der hat eine PA abgefeuert, irgendwie. Das war wirklich ohne Worte. Das war wirklich, das gibt's gar nicht, irgendwie. Ja, das war sehr beeindruckend. So, jetzt dein Punkt noch eben. Ja, für die Zuschauer, also nicht nur Zuhörer, sondern Zuschauer, die haben sich vielleicht schon gewundert, warum ist hier so ein Paket in der Mitte? Warum verdecken wir die schönen DAW-Versteher-Tassen? Die schönen Tassen. Die schon wieder leer und warum sind. Haben wir so ein Paket von einem etwas größeren Versandhändlers? Ich glaube, das ist nur die Verpackung, oder? Es ist nicht Otto, es ist nicht Schlecker und nicht Quelle. Quelle? So. Ich glaube nicht. Und zwar haben wir Post bekommen. Ja. Und ich darf das mal kurz zumindest mal teilweise vorlesen. Ja. Weil mich hat sehr gefreut, das Paket ist über Umwege dann zu mir gekommen. Ich lese mal kurz vor. Hallo Jonas, hallo Björn. Das sind wir. Genau. Mit diesem Päckchen möchte ich euch stellvertretend für die vielen YouTuber, das seid ihr, mal ganz herzlich Danke sagen. Danke für euren unermüdlichen Einsatz bei der Erhellung der Vorgänge bei Mix und Mastering, für Einblicke in Produktion und Management und all dem, was sonst noch so für Musikenthusiasten wie mich dazugehört. Mir sind eure Beiträge oft eine große Hilfe. Und dieses Paket hat uns erreicht vom lieben Frank. Der liebe Frank. Frank Satelowski. Grüße gehen raus, lieber Frank. Ganz genau. Und der liebe Frank, fangen wir mal nicht damit an. Fangen wir vorne. Sondern, weil dazu können wir gleich noch was sagen. Ja. Ich erinnere mich noch an die Folge, wo wir über Frikadellen gesprochen haben und du Löwensenf gekauft hast. Ja. Da haben wir nämlich in den Kommentaren Ärger bekommen von Frank, dass es nur einen einzig wahren Senf gibt. Könnte eventuell auch regionale Gründe haben. Nee, dazu muss man sagen, der Frank kommt aus den neuen Bundesländern. Genau. Wir kommen ja aus den gebrauchten. Unsere waren schon kaputt, aber Frank kommt aus den neuen Bundesländern und hat darauf bestanden, dass der Bautzner Senf der beste ist. Und ja, Frank, natürlich steht in meinem Kühlschrank immer Bautzner Senf. Ich
habe den doch neulich auch nur gekauft, weil es in dem Laden kurzfristig keinen gab. Aber bei mir steht eine Riesentube Bautzner Senf, genau dieser hier. Jetzt machen wir, ohne Werbung zu machen, machen wir mal Werbung hier. Der Bautzner Senf mittelscharf ist der beste Senf am Markt. Punkt. Ich habe den noch nie in so einer Packung gesehen. Tatsächlich. Den gibt es in verschiedensten Gebinden irgendwie. Das Witzige ist, die große Anstaltspackung, nenne ich das mal, die du normalerweise auf dem Pommesstand siehst, irgendwie, die steht bei mir im Kühlschrank. Und heutzutage wartet heißt das, glaube ich, Squeeze-Flasche. Squeeze-Flasche? Mhm. Ja, da Flasche, wo man draufdrücken kann auf Deutsch. Auf jeden Fall, die steht bei mir im Kühlschrank und das ist ein Gebinde, das ist ungefähr 5-mal so groß wie dieses kleine Töpfchen hier. Aber dieser Senf, deswegen bleibt das auch bei dir, weil ich habe den im Kühlschrank. Du ich auch, tatsächlich. Aber ich nehme ihn trotzdem. Ja, du hast so zwei. Du grillst ja häufiger als ich. Ach so. So, der Frank hat auch noch dazu geschrieben, dass wir die Bestandteile des Päckchens findet ihr hoffentlich auch Verwendung. Traut euch, ist was Gutes aus Sachsen, hat er geschrieben. So. Und tatsächlich haben wir hier eine handgefertigte Schokolade. Hm. Die sächsische Kaffee- und Schokoladenmanufaktur, hergestellt in Grimma, und zwar zart bitter Schokolade Cranberry. Okay. Sollen wir das nachher... Die verkosten wir gleich mal nachträglich. Das machen wir nicht vor der Kamera. Essen nicht vor der Kamera. Nee, das sieht immer doof aus. Ja. Und tatsächlich habe ich das zuerst aus dem Paket genommen und habe gedacht, Kaffee- und Schokoladenmanufaktur. Ja, es gibt... Da ist der Kaffee aus der Kaffeemanufaktur. Sehr gut. Genau. Aus Grimmers Schälchenhäsa. Exklusive Mischung für die Stadt Grimma. Wir haben hier einen schönen Kaffee. Was ist das für einer? Das sind, glaube ich, 100% Hochland-Arabica-Bohnen. Sehr gut. Also ist der Nachschub gesichert. Gesichert. Oh, da freue ich mich schon drauf. Genau. Ich glaube, heute haben wir noch mal Kaffee aus Südafrika, glaube ich, ne, den du mitgebracht hast. Ja, da haben wir noch ein bisschen was von. Genau. Und als nächstes gibt es dann hier den leckeren Kaffee aus Grimma. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank, lieber Frank. Ja. Dass du uns hier so gut versorgst. Und Jonas, ich darf dir das mal geben, weil es gibt nämlich tatsächlich eins, das müssen wir nicht teilen, sondern er hat er gleich zweimal geschickt. Das neue Album 30 Plus. Genau, der Frank ist nämlich unter dem Künstlernamen Safran van de Schlosser tätig. Was auch schon so ein bisschen was über seine Musik aussagt. Aber Frank, schreib doch mal bitte, wenn du das bei YouTube schauen solltest, schreib doch mal bitte in die Kommentare, was das mit dem, genau, und vor allem auch, was das mit dem Künstlernamen auf sich hat. Das würde mich dann doch mal interessieren. Safran ist ja ein Gewürz. Und was mir aufgefallen ist, als ich mir dieses Album angeschaut habe, erstmal muss man dazu sagen, dass wir hier eine Postkarte drin haben. Ja, und ich glaub, Versehrtenkarte. Visitenkarte ist hier drin. Das ist ein super, super hochwertiges Digipack hier, das ganze Ding. Ja. Das Design passt auch irgendwie total so, ne, zur Musik, zumindest die ich kenne von Frank. Ich habe nämlich das erste Album für Frank seinerzeit gemastert. Das hat jetzt ein Kollege übernommen, aber trotzdem ist mir etwas aufgefallen. Hier steht nämlich: vielen herzlichen Dank allen UnterstützerInnen und guten Geistern. Besonderen Dank an Gabi, Rainer, Hilmar, Björn und Jonas. Oh, das ist ich hier. Weiß es natürlich nicht, aber wenn der Dank in deinem Album-Booklet hier an uns gerichtet ist, lieber Frank, dann können wir nur sagen, gern geschehen. Ja, gern geschehen und vielen Dank für das tolle Album. Das höre ich mir gleich auf der Rückfahrt an, da freue ich mich schon sehr drauf, weil die Musik von Frank ist außergewöhnlich und das ist ein in jeder Richtung deutbares Adjektiv und das... Da freue ich mich schon sehr drauf. Für alle anderen, die interessiert sind, Frank, schreib bitte den Link zu deiner Musik unten rein. Ich denke, bei Spotify wird das auch zu erhalten sein und bei den anderen Streaming-Plattformen. Apropos Streaming-Plattform und Spotify, mein Song Sommer Sonnenfinger ist ja jetzt tatsächlich jetzt auch erschienen, weil es ist ja noch Frühling. Und wir sind ja heute auf dem Frühlingsfest der Volksmusik. Meine Volksmusik habe ich dann letzte Woche auch veröffentlicht quasi. Ja. Und habe den Sommersonnenfänger, den ihr jetzt in Spotify und allen Streaming-Plattformen und auch hier bei YouTube tatsächlich finden könnt. Meine Frau sagte mir, hast du ein YouTube-Video mit deinem Song gemacht? Ist ja nicht, dass ich wüsste. Wie kommst du denn darauf? Ja, wurde mir in meiner Vorschlagsliste angezeigt. Ja, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe ja über Music Hub veröffentlicht und als Distributor.
Und der haut halt raus zu Apple Music, der haut raus zu Spotify und der haut eben auch raus zu YouTube. Das heißt, ich habe noch gar nicht offiziell auf meinen Kanälen bei YouTube veröffentlicht. Da ist der Song aber schon auf jeden Fall auch erhältlich. Also gibt es auch bei YouTube hier einfach, sagen wir mal, Sonnenfänger eingeben, genau. Könnt ihr den Song hören. YouTube Music ist das ja im Prinzip, ne? Total witzig, ja. Also ist wirklich erstaunlich. Was ich auch erstaunlich fand in dem Zusammenhang war, dass ich dann mal kurz direkt AB hören konnte, das gemasterte Ding, und dann was aus Spotify noch rauskommt, wie viel leiser das dann aus Spotify tatsächlich rauskommt, weil es einfach runtergeregelt wird im Vergleich zu allen anderen auch. Auch sehr interessant. Ja, also eine spannende Erfahrung auf jeden Fall, mal einen Song zu veröffentlichen. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe mir jetzt gedacht, das mache ich jetzt häufiger. Ich habe noch jede Menge andere Songs in der Schublade liegen, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Gemastert, nicht gemastert. Da müssen noch ein paar müssen noch durch deine Hände wahrscheinlich durchlaufen. Kann sein, dass du mir da die Haare lang ziehst für die Geschichten, weil die ich teilweise vor 10 Jahren gemischt habe. Oha. Ja, da, ich will aber tatsächlich, ich habe einen Song, der heißt Real Sensation, also nicht Sensation, sondern Sensation, also Sinnsünde, über meine Frau Anna und eine echte Sünde wert. Und den habe ich vor 10 Jahren, habe ich den geschrieben und aufgenommen und gemacht und der ist so im 50s-Style, also mit Slapback-Delay auf der Stimme drauf und so Schlagzeug weit hinten drin und so diese 50s-Rhythmen und so weiter. Und ich habe mir immer mal überlegt, ob ich den nochmal neu mische. Ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen, aber ich hab das Gefühl, dass ich den kaputt mischen würde, weil ich den so oft schon gehört habe und den so gut finde. Und ich habe diesen Song tatsächlich damals mal an Joe Gilder geschickt von Home Studio Corner und der hat mir eine Mixkritik dazu geschrieben und der sagte hinterher nur, ja, ein bisschen viel bei 3K in den Vocals vielleicht, aber ansonsten geiler Song. Und ich habe da gesessen und gedacht, oh, geiler Song. Joe Gilder hat gesagt, ich habe einen geilen Song gemacht. Irgendwie so, ne? Aber vor allem mit einem Fokus auf ein Ding, was mir persönlich auch extrem viel wert ist, Produktion, weil ich damals schon so viele Kleinigkeiten da reingebaut habe mit allem Zwicky und Zuppi, weil das macht den Song lebenswert, ne? Und ich finde, dass ganz viele Songs viel mehr noch leben würden und viel mehr Potenzial noch hätten, wenn die Leute mehr Produktion reinmachen würden und Gimmicks reinbauen würden und so weiter. Ja. Und für alle Leute, die behaupten, ich nehme mal genau dieses Wort, die behaupten, dass das neumodischer Kram ist und Schnickschnack und so weiter und so fort. Nein. Sagen das nur Leute aus dem Norden? Oder? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, hört euch einen ABBA-Song an und ihr werdet keine 2 Takte hören, wo nicht irgendein Ear-Candy drin ist, irgendein Zuckerli fürs Ohr, wo eine Kleinigkeit ist, die immer wieder Wiedererkennungswert hat, auf Neudeutsch Hook. Und davon sind ABBA-Songs von vorne bis hinten voll gekleistert und die sind nun mal wirklich nicht aus der Neuzeit, diese Songs, und haben diese Prinzipien damals schon verfolgt. So, das aber nur zu meinem Plädoyer. Nee, aber ich wollte das noch unterstreichen, das Plädoyer, weil witzigerweise hatte ich auch gerade jemanden, der mir eine E-Mail geschrieben hat, du, ich habe hier einen Song fertig gemacht und da ist auch ein Mastering drauf, ob ich da mal reinhören könnte, um Feedback zu geben, natürlich als bezahlte Mixkritik. Ja, okay. Für alle, die jetzt denken, oh geil, wo muss ich jetzt jeden Tag meinen Mixstand hinschicken, um mir Feedback abzuholen? Könnt ihr machen, gibt nur keine Antwort. Genau, nein, eine Antwort gibt es auf jeden Fall immer. Antwort gibt es immer, ja. Im Zweifel, nein. Liebe Grüße, nein, Quatsch. Kontonummer. Und genau, Kontonummer. Ist die Antwort. Und ich habe den Song reingehört und ihm ging es jetzt um Mix und Master, ob das, Zitat war, das für ein professionelles Release reichen würde. Wo ich so denke, was ist ein professionelles Release? Bei DistroKid einen Song hochladen. Yeah. Wenn das ein professionelles Release ist, dann kann das jeder und dann brauchst du dafür erstmal gar keine Kriterien. Ja, so. Ja. Außer vielleicht keine gewaltverherrlichen Texte oder sowas. Selbst die bei Spotify nicht, die werden nur geschenkt. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann da reingehört, also so 3,5 Minuten. Witzigerweise, dass jetzt auch so Abasas ging auch so in so eine, also elektronische Musik, aber eben so Pop, Dance-Pop, Richtung, aber auch so ein bisschen so vom Vibe her. Aber-esk. So, genau, so 80s und so von den Synthi-Sounds und so. Und der Song 3,5 Minuten und das ist überhaupt nicht böse. Ich habe das dem Kollegen dann auch geschrieben oder dem Kunden dann auch geschrieben, gesagt, ich fand es einfach nur langweilig. Ja. Also mich hat nichts an dem Song, also nach 20 Sekunden habe ich gedacht, okay, verstanden. Was passiert noch irgendwie? Und es passierte
Fast nichts. Es wurde mal ein bisschen mehr, es kamen dann noch so Backing-Vocals dazu oder so Chöre im Refrain. Das war aber alles. Im Prinzip, das Instrumental ist 3,5 Minuten komplett identisch geblieben. Mhm. Klar, da kam da mal ein kleines Ear-Candy rein, da mal noch so eine kleine Synthie-Hook oder so. Oder eine kleine Halbfahne oder immer oder hier. Ja. Aber es ist nichts passiert. Es hat emotional hat's überhaupt nicht gepackt und ich habe dann halt, hatte auch noch ein paar Punkte zum Mix jetzt, habe aber auch letztendlich gesagt, naja, also Mix oder Mastering, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber sprechen, ne? Mhm. Okay, die Balance hier und da tonal, die kleinen Punkte habe ich ihm auch natürlich auch alle geschrieben, aber unterm Strich, kann ich den so veröffentlichen? Ja, klar, kannst du den so veröffentlichen. Alles veröffentlichen. Da wird auch nachher niemand sagen, oh, die Vocals waren dann mal ein bisschen quäkig, was ich ihm jetzt vielleicht geschrieben habe. Ja. Aber, da sind wir beim Thema. Ich glaube, dass du damit nicht viele Leute erreichen wirst, die das dann total feiern werden, weil einfach da fehlt die Übersetzung von der vielleicht guten Idee und auch der Aussage dieses Songs, dem Text und dem Vibe. Aber das kommt nicht bei dem Hörer an. Ja. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem, was wir ja auch oft feststellen, wenn wir Mixkritiken vor der Kamera aufnehmen, dass oftmals gar nicht darum geht, ob jetzt die Snare bei 2 Kilohertz oder bei 3 oder der Gesang, sondern es kommt meistens einfach darauf an, dass das Arrangement oder die Grundbalance einfach nicht stimmen. Ne? Und Grundbalance bringt uns ja im Prinzip zu einem Thema, welches noch Thema ist. Ja, unsere Rubrik mit dem Namen Blood in Blue and Sun. Ja, Balance. Balance, genau. Ich habe für heute tatsächlich für die Rubrik Plug-Influencer das, ja, es ist kein Plug-in, ne? Den Bestandteil von Isotope RX Music Rebalance, so heißt es. Ich sage immer Musical Rebalance, aber es heißt Music Rebalance ins Spiel gebracht. Und Master Rebalance. Hast du richtigerweise gesagt, ist ja kein Plugin. Und dann haben wir hier beide gesessen und haben gesagt, ja, aber welches Plugin nehmen wir? Und wir haben festgestellt, dass wir unseren Werkzeugkasten aufgemacht haben und alles erzählt haben. Natürlich, wir haben beide vermutlich, wahrscheinlich bist du der Sieger mit meilenweiten Abstand, was Plug-in-Anzahl. Ja, zumindest auf meiner Festplatte, aber nicht im Benutz. Nee, genau. Genau. Und ich habe mit Sicherheit auch noch ein paar hundert mehr, als wir in den letzten, wie lange machen wir die Rubrik jetzt? Ein paar Wochen. Schon ein paar Mal, ne? Aber wir haben einfach festgestellt, die Tools, die wir zumindest auf regelmäßiger Basis nutzen, haben wir euch jetzt eigentlich alle erzählt. Genau. Das heißt, wir haben weiter darüber nachgedacht, wie wir mit der Plug-Influencer-Rubrik verfahren. Und wir werden sie natürlich fortführen, weil wir ja immer mal wieder über neue Plugins stolpern. Oder aber eben nicht regelmäßig. Aber nicht mehr in der jeden Folge-Version, sondern wir werden diese Rubrik jetzt abwechselnd wäre das falsche Wort, aber immer mal wieder ergänzen, wenn uns kein weiteres Plugin einfällt oder ihr keinen Vorschlag. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Vorschlag machen, wo ihr immer eine Frage zu aber habt. Aber die Idee war ja eigentlich, dass wir über Plugins erzählen, die wir auch wirklich nutzen. Genau. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, ah komm, wir gucken uns irgendwas an. Dann ballerst du deine Platte demnächst auch so voll, wie ich meine. So, dann ist auch Quatsch. Und wir wollen ja auch authentisch bleiben. Wir wollen ja hier keine Plugins vorstellen, weil wir dafür bezahlt werden. Genau, es ist ja keine Werbeaktion so, hier. Sondern wir wollen ja euch das erzählen, was wir wirklich auf täglicher oder regelmäßiger Basis nutzen. Und da haben wir gesagt, der König ist tot, lang lebe der König, wir brauchen eine neue Kategorie. Genau. Und in dem Zusammenhang sind wir darüber gestolpert, über ein Thema, was ich für den Premium-Bereich schon relativ lange vor mir herschiebe. Im Premium-Bereich wird es nämlich im Laufe des Jahres eine Referenzdatenbank geben. Das heißt, da stehen dann, wenn sie mal irgendwann fertig ist, das ist wieder eine von diesen Baustellen, an denen ich so lange arbeiten muss. Aber in dieser Referenzdatenbank stehen Songs drin mit einem Vermerk, was ist in dem Song cool, worauf kannst du achten, was kannst du damit am besten referenzieren, welcher Stil, welches Tempo, welche Tonart. So, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass auch Tonart wichtig ist. Ne? Oh ja. Also das sind so die Punkte, die so pro Song stehen sollen. Dann steht da meinetwegen, was weiß ich, Living on a Prayer ist Tempo XY, die Tonart ist ein Rocksong. Achte mal bitte auf das Verhältnis von Vocals zu Snare. So, das kannst du gut referenzieren. Wenn du da unsicher bist, nimmst du Living on the Prayer, du hast einen Rocksong in dem Tempo und so weiter, kannst du, also brauchst du das Tempo jetzt nicht für, aber du kannst zum Beispiel solche sagen. Und dann haben wir gedacht, wir sprechen einfach hier an dieser Stelle jetzt auch mal über unsere persönlichen Referenzsongs, weil du hast eine Referenzliste, ich habe eine Referenzliste, jeder Mischer hat eine Referenzliste, wo
bestimmte Songs drin sind, die wir in- und auswendig können und wir, wo wir genau wissen, für das Genre picke ich mir, was weiß ich, du machst einen Deutsch-Rap-Song, picke ich mir Raf Camora, picke ich mir raus, da weiß ich genau, da ist das Low-End mit dem und dem, da sind die Vocals genau da, wo ich sie, wo sie hier bei diesem Song ähnlich sind und so weiter, dass du einfach deine Ohren kurz spülen und tunen kannst, damit du weißt, wo du hin musst. Und das wäre jetzt die ergänzende Rubrik, genau. Nennen wir es so? Naja, also es ist ja am Ende nur Referenzen. Klar, Referenz bedeutet ja nicht Referenz immer im gleichen Sinne. Es sind ja jetzt nicht zwangsläufig Songs, kann unterschiedlich referenzieren, die man jetzt im Projekt klassischerweise drin hat, um jetzt immer gegenzuhören, sondern es ist ja auch oftmals so, wenn man weiß, man arbeitet an einem Song, der aus einem gewissen Genre ist. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so. Ja. Gut, jetzt bin ich ja wahrscheinlich nicht die Norm, was Inhalt angeht, weil bei mir ist es ja wirklich so, ich kann jetzt an einem Tag Heavy Metal, Hip-Hop, Folk und Orchester haben. So. Und dann ist es für mich natürlich immer super, super entscheidend, wie du schon gesagt hast, meine Ohren immer wieder nicht zu neutralisieren, sondern meine Ohren auf das einzustellen, was jetzt kommt. Ja. Und das ist natürlich für einen Mischer viel, viel schwieriger noch als für einen Mastering-Engineer, weil der Mischer muss ganz viele geschmackliche Entscheidungen treffen, die überhaupt einen Song ja auch vielleicht einem gewissen Genre oder einem gewissen Stil erst zuzuschreiben überhaupt sind. Erst zuordnen, genau, ja. Ich bekomme ja schon, sagen wir mal, ein fertiges Bauwerk und muss nur noch entscheiden, wo setze ich noch eine Lampe drauf und wo muss ich vielleicht mal einen Fleck noch überstreichen oder so. Wo hänge ich ein Bild drüber? So, ja, genau. Das heißt, bei mir reicht es in der Regel, wenn ich mich 10, 15 Minuten mit etwas beschäftige, mit einem Genre oder sowas. Bei einem Mischer ist es schwierig, deswegen bin ich auch da immer der großen Meinung, Generalisten haben es noch nie besonders weit gebracht in ihrem Leben. Spezialisten sind immer. Spezialisten, Experten, darauf kommt es dann gerade im Bereich Mixing oder auch Recording, wenn ihr euch darauf spezialisiert. Alle, die das irgendwie kommerziell verfolgen, werden dazu stimmen können, dass du lieber zu einem Spezialisten gehst, wenn du irgendwas brauchst und nicht dann zum Generalisten, der vielleicht alles macht. Aber das und noch mal Leute, die zu Hause arbeiten, sind ja quasi Spezialisten, weil keiner macht zu Hause nicht die Musik, die er nicht gut findet. Das heißt, du machst ja in der Regel, bewegst dich sowieso in dem Genre, dass du so auch privat hörst oder so. Genau. Ja. Und das ist natürlich dann ein großer Vorteil, wenn man gewisse Songs hat, wo man sagt, okay, keine Ahnung, die meisten machen das natürlich dann nicht hauptberuflich, von euch ist ja klar, die dann sagen, okay, ich komme jetzt von der Arbeit nach Hause oder setze mich dann mal ins Studio und, keine Ahnung, während mein Gitarrenamp, mein Röllenamp 20 Minuten aufwärmt, muss ich Musik hören oder ich mache mir mal einen Kaffee oder eine Flasche Bier auf abends vorm PC und höre mir einfach mal ein paar Songs für mich selber an, um meinen Geschmack auszubilden, um meine Ohren zu trainieren. Und da wollen wir dann euch dann einfach so ein bisschen, ja, so ein paar Vorschläge machen. Es geht ja wirklich nur darum, Sachen, mit denen wir gut arbeiten können, gut klarkommen, die wir gerne hören, die wir auch vielleicht zum Tuning unserer Ohren benutzen. Und das Ganze werden wir dann quasi immer im Song oder Referenz des Monats. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Ja, vielleicht könnt ihr auch einen Namensvorschlag machen darunter, wie man es nennen könnte oder sonst was irgendwie. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, den ich fast verloren habe. Warte mal. Entschuldigung, ich war nicht so lange. Nee, alles gut. Ich wollte gerade was sagen, es ist aber jetzt der Gedanke wieder weg. Naja, gut, also klar. Aber um das nochmal zusammenzufassen, wir werden das des Monats auf jeden Fall nennen. Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder. Weil das ist eine der meistgestellten Fragen tatsächlich, die ich bekomme. Welchen Song könnte ich als Referenz für meinen Song nehmen? Das ist die oft. Und natürlich hören wir deutlich mehr und versatilere Musik als vielleicht Leute, die hauptsächlich gerne Musik hören, weil wenn man gerne Musik hört, hört man Musik, die man gerne hört. Weil ich mich auch immer wieder wundere, wenn Kunden mir dann irgendwelche Referenzen nennen oder schicken, wo ich denke, habe ich auch noch nie von gehört. Komplett an mir vorbeigelaufen. Tatsächlich, da erzähle ich gleich noch eine kurze Geschichte zu dir, auch zum Thema Drama. Oha. Aber jetzt, wie gesagt, diese Rubrik wird jetzt demnächst auch an dieser Stelle hier abgefahren und soll euch auch helfen, tatsächlich dabei, diese Entscheidung auch nochmal gezielter treffen zu können und zu sagen, okay, alles klar, ich habe einen Rocksong. Der und der Song ist mit dem und dem Blickwinkel vielleicht ganz spannend für meinen Song. Und wer jetzt sagt, brauche ich nicht. Für den ist es einfach eine geile Inspirationsquelle, vielleicht mal
neue Musik auch kennenzulernen. Und von uns zu hören, wie wir, was, worauf wir hören in dem Song. Weil letztendlich werden wir euch natürlich nicht sagen, ja, hört euch hier, was weiß ich, einen Song von Bryan Adams an, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, hört euch einfach Summer of 69 an, ist ein cooler Song. Sondern wir werden natürlich auch sagen, warum das für uns die Referenz ist. Weil das ist der viel entscheidendere Weg. Ja, wieso? Und dann kannst du nämlich genau den Song nach dem Podcast rauspicken. Ja. Und vielleicht könnten wir in dem Zusammenhang tatsächlich auch dann eine Playlist aufsetzen bei Spotify. Mhm. Fällt mir gerade ein, wo wir dann unsere quasi Referenzen nochmal als Playlist aufsetzen, als separate Spotify-Playlist. Wir haben ja sowieso schon eine Playlist mit Mastered by Storia Mastering unter dem Podcast stehen. Das heißt, in den Shownotes findet ihr sowieso immer einen Link zu der Musik, die Björn gemastert hat. Die ist auch gerade ganz verrückt, die Playlist. Ja, das glaube ich gerne, weil bei dem, was du alles machst. Aber die ist verrückt explodiert, weil ich habe tatsächlich irgendwie, ist mir aufgefallen, dass ich da nicht mehr so ganz hinterhergekommen bin, was mit Einpflegen. Ja. Und habe mich da mal tatsächlich in der vergangenen Woche mal ein paar Stunden, also man sagt halt immer so, naja, was machst du den ganzen Tag als Mastering-Engineer oder als Selbstständiger? Ja, ne? Ja, find erstmal raus, was wurde denn alles so veröffentlicht in den letzten Monaten? Und dann und guckst du mal deinen Postausgang an gesendeten Mastern und guckst mal, googelst mal, hätte man früher gesagt. Googelst dich selber. Schaust mal bei Spotify oder bei Instagram oder so und da ist mir aufgefallen, ach du Jemine. Und ich glaube, ich bin irgendwie bei, ich weiß jetzt gar nicht, also irgendwas, kennst du muso.ai, ja, ne? Nee. Müsst ihr mal auschecken, also für alle, die das interessiert, wer was wo gemacht hat, so Credits. Also da steht dann drin, wer beteiligt war an Musik oder was. Genau, da muss man allerdings auch selber relativ viel Zeit für reinbringen. Einfach weil, du hast ja auch schon gesagt, dass jetzt bei deinem Release, ich konnte dich da leider gar nicht als Mastering-Engineer angeben. Das ist von Distributor zu Distributor ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ne? Teilweise kannst du auch reinschreiben, wer Kaffee gekocht hat oder sowas. Also da kannst du wirklich eigene Felder, eigene Dinger ergänzen und manchmal ist es total, geht es gar nicht. Also ich stehe zum Beispiel auch nicht als Drummer drin. Du hast ja gesagt, als Drummer konntest du mich eintragen. Wurde aber auch nicht übermittelt. Also ich glaube, ich habe dich bei der GEMA, also ich habe den Titel ja auch bei der GEMA eingetragen, da habe ich dich aber als Beteiligter auf jeden Fall als Drummer eingetragen. Letztendlich, also das funktioniert nicht immer so gut mit den Credits. Ja, Muso.ai ist so eine Plattform, die gibt es jetzt als App und auch als Online-Ding. Und da habe ich irgendwie gesehen, dass ich jetzt, glaube ich, so roundabout 550 Sachen oder so habe. Jetzt muss man ja mal dazu sagen, da sind ja wirklich jetzt nur Sachen aus den letzten knapp 4 Jahren drin. Ja, ja. Weil ich ja vorher nicht unter dem Brand Storia Mastering gearbeitet habe, sondern für oder mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, unter anderen Namen. Das heißt, da wären wir jetzt locker im dreistelligen Bereich auch dann schon natürlich. Aber da habe ich auch so gedacht, man beschwert sich immer über so viele Sachen und nörgelt und das läuft nicht. Und muss man einfach mal sagen, ist eigentlich auch geil, wenn man, wenn man dann sieht, dass da so eine hohe Anzahl dann auch rauskommt. Klar, Masse ist nicht klasse, aber ich glaube, da ist auch kein einziger Song auf der ganzen Liste, wo ich dann denke, oh je, was habe ich denn da für einen Quatsch gemacht? Was für ein Blödsinn. Oder so. Also check die Playlist mal aus. Also das ist wirklich bunt. Wenn ihr die mal anschmeißt, zu Hause oder so, da kriegt ihr ganz interessante Körperbildung. Das dokumentiert dann aber wieder, was ich gerade gesagt habe, dass wir einfach extrem viel Musik hören. Ja, auch Musik hören, die wir privat einfach nicht hören würden, weil wir einfach viel Musik hören. So, ne? Und apropos Musik hören, ich habe neulich mal wieder, ich habe ja schon häufig über Drumeo gesprochen mit dem Kanal, der diese Reaction-Videos macht. Ich habe auch ein paar Videos geguckt jetzt tatsächlich. Und ich habe jetzt neulich ein Video gesehen von Mike Portnoy. Dream Theater. Von Dream Theater, der Drummer. Das habe ich auch gesehen. Und wo der von Tool diesen Song lernen musste. Also in dem Fall musste er sich ja nicht ausdenken, was, aber er kriegte quasi den Endgegner vorgesetzt. Ja. Irgendwie den Drummer, der die Neuerfindung von Time, also quasi Marco Minnemann auf Dope. Mehr oder weniger. Ja, und halt, wie viele Taktwechsel können wir machen? Ja. Ja, und als er so nach 5 Minuten sagte, hoffentlich ist der Song nicht so lang und die einblendeten, dass der 12 Minuten lang ist, da habe ich fast gedacht, okay, jetzt fallen ihm gleich die weißen Haare aus, wenn er damit weitermacht. Der hat 6 Stunden gebraucht, um diesen Song halbwegs spielfertig hinzulegen. Und da muss man ehrlich sagen, 6 Stunden ist eine respektable Leistung für dieses Mammutwerk wirklich. Ne? Ja, also Tool, sage ich jetzt mal, ist natürlich die Dream Theater. Jeder, der das kennt, weiß ja auch, das ist ja polyrhythmisch und keine Ahnung. Ist halt Prog-Rock
at its best, ne? Also ja. Ich meine, Prog-Rock startete in den 70ern irgendwie, aber das war schon für die Prog-Rock-Fans, war Dream Theater auch schon. Schwer, ne? Ja, also ich weiß noch, als mein Kumpel Amaretto uns Anfang der 90er Dream Theater vorspielte und wir das erste Mal hörten, weißt du, so, das war so die Zeit, wo man das erste eigene Auto hatte und sich zum ersten Mal eine fette Anlage ins Auto reingebaut hat, so mit einer Subwoofer-Rolle hinten drin und so ja, weiter und so. Perfekte 90er. Perfekte 90er. Und, war bei mir ähnlich. Und dann tatsächlich... Genau. Bin da geboren. Da bist du geboren. Und dann kam halt eben Dream Theater auf die Bühne plötzlich und dieses erste Album von Dream Theater hat uns einfach weggebügelt, weil das einfach wir waren schon Toto-Fans und alles von diesem Zeug irgendwie, was da in den 80ern gelaufen ist. Aber Dream Theater war top of the line. Das hat mir bis dahin noch nie gehört. Das war das war so brandneu und so gut, ja. Ne? Und jetzt mittlerweile ist der Mike ja auch schon 57, sagt er die ganze Zeit, ich bin ein alter 57-jähriger Mann, was macht ihr mit mir? So, du bist gar nicht so viel älter als ich, also zumindest als ich, du natürlich. Aber das hat auf jeden Fall, da hat es mir richtig Spaß gemacht, ihm einfach bei der Arbeit zuzuschauen. Und ich gebe zu, ich habe mir nicht das ganze Video angeguckt, das dauert 30 Minuten, ich habe dann mal zwischendurch geskippt, irgendwie einfach, um ein bisschen weiter voranzukommen. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Als dieses Video, dann habe ich nur gesehen, wie das performt hat irgendwie. Das wurde so viel geklickt, das war brutal, was das gelaufen ist. Der hat natürlich auch in der Drummer-Szene, in der Schlagzeug-Szene, hat er natürlich auch einfach so den... Ja, vor allem den will man scheitern sehen eigentlich, ne? Und ich meine, ja, der scheitert ja nicht und das Format ist ja auch positiv, das lässt keinen scheitern oder so, ne? Aber dass auch so ein Mann, der auf dem Niveau spielt, ins Schwitzen kommt, ist schon das ist so ein bisschen... Ja gut, bei der Art von Musik... heftig, muss man schon wirklich sagen. Also es, ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zwischendurch gesagt hätte, Leute, ich komme nächste Woche wieder. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Vielleicht so ein bisschen so als abschließendes Thema, ja, weil es dazu so gut passt. Wir haben ja oft, wenn wir jetzt zum Beispiel Musik analysieren im Rahmen der Mixkritik, ja, im Premium-Bereich oder sowas, haben wir ja oft, dass wir dann sagen, ja gut, Schlagzeug aus der Dose, ja, wo jeder heutzutage weiß, ist überhaupt kein Problem mehr, Schlagzeug eigentlich aus der Dose. Nee. Nur, es scheitert ja oft nicht an den Sounds oder sowas, sondern an der Art und Weise, wie es programmiert wird, was programmiert ist, wie groß die Abwechslung ist, wie viele Arme der Schlagzeuger theoretisch haben müsste, um etwas zu spielen und Beine. Oder wie abgefahren das Phil ist. Genau. Und da finde ich, habe ich nämlich noch so gedacht, ich habe am letzten Wochenende habe ich ein bisschen Zeit gehabt sozusagen und habe ein paar von diesen Drumeo-Videos geguckt. Ja, ja. Und das Format, falls die das nicht kennen, ist, da sitzt ein Drummer im Studio, mikrofoniertes Drumset, und dann kriegt er einen Song ohne Schlagzeug vorgespielt, den er nicht kennt. Ja. Und dann hört er sich den einmal an, oder ich glaube maximal 2-3 Mal darf er sich den durchhören, macht sich vielleicht ein paar Notizen oder so. Denkt sich was aus, was er spielen würde. Und denkt sich selber was aus. Also er hört den kompletten Track, quasi das fertige Master, ja, nur ohne Schlagzeug. Ja. Und muss dann dazu was eintrommeln. Ja. Ne? Denkt sich halt was aus. Und ich finde das so interessant, weil ich sag mal, das ist so 50-50. Entweder es ist wirklich, ich sag jetzt mal, fast auf Haaresbreite genau an dem, was auch original getrommelt wurde. Ja. Oder es ist was komplett anderes. Ja. So. Und das hilft vielleicht auch Leuten, die selber kein Schlagzeug spielen. Ich meine, zum einen ist es unterhaltsam, das Format. Deswegen guckt es meine Frau auch. Die ja, hat mit Musik eigentlich nichts am Hut. Genau. Die guckt es aber einfach. Und zum Zweiten ist es aber, glaube ich, auch cool für Producer oder Leute, die halt auch ihre eigene Musik machen oder so. Und dann die sagen, ja, Schlagzeug tue ich mir schwer mit, habe ich keine Ahnung von, irgendwie so. Einfach mal als Inspiration, was denn, ja, würde denn tatsächlich ein Schlagzeuger, wenn er jetzt den Song hört, warum spielt er gewisse Sachen vielleicht erstmal so, ja, und wenn er dann zweimal hört, ah, okay, da ist noch ein Akzent in der Gitarre oder so. Nur um mal selber ein Gefühl dafür zu kriegen, naja, wie programmiere ich denn Schlagzeug? Ich finde das total interessant, dieses Format. Ich liebe das. Und vor allem, wenn man so die Kommentare auch darunter dann liest, so, boah, Wahnsinn, dass er da so nah dran getrommelt hat oder so, wo ich denke, ich hätte es ganz genauso getrommelt. Ja, ich kenne den Song auch nicht. Ja. Einfach nur, weil natürlich Musik, ein Riff oder ein irgendwas gibt natürlich ein gewisses Korsett vielleicht vor. Klar, du kannst Dream Theater Tool-mäßig natürlich sagen, ist mir völlig egal, was die Gitarre spielt. Ich mache jetzt hier meinen Polyrhythmus dagegen oder wie auch immer. Aber ich sag mal, bei Musik, da war ja schon alles dabei, von Red Hot Chili Peppers, keine Ahnung, name it, alles Mögliche. Das ist ja eigentlich schon Musik, die eher geradeaus ist, so, die dann nehmen. Und da, ich finde es super interessant, und vielleicht für alle, die jetzt nicht so viel mit Schlagzeug zu tun haben,
trotzdem super, super interessant, das mal ein paar Sachen durchzuklicken, wenn ihr mal Zeit habt. Absolut. Und ich finde es bei Schlagzeug tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich habe neulich das gleiche Format gesehen für Piano. Da haben sie eine sehr talentierte junge Dame ans Piano gesetzt und leider, also das war für mich das leider, haben sie einen Song von Huey Lewis and the News gegeben, den ich in- und auswendig kann. Den kenne ich rückwärts auf der Blockflöte pfeifen. Ich kenne also jede Note in diesem Song, wirklich jede Note. Und sie kannte den jetzt aber nicht und dann haben sie ihr die Gitarren und die Keyboards weggenommen und haben ihr nur Schlagzeug, Bass und Gesang vorgesetzt. Mhm. Und sie durfte jetzt Klavier dazu spielen, also Piano. Und hat das auch gut gemacht und so weiter. Aber ich finde es in diesem tonalen Bereich bei weitem nicht so interessant wie bei den Drums. Weil bei Drums sind atonal im weitesten Sinne, okay, ne, und müssen halt eben nicht sich einen Lick ausdenken oder sonst was irgendwie. Und das fehlte natürlich alles. Dadurch war bei der Musik da alles das weg, was die Musik ausmachte. Hey. Kein Lick, keine Hooks, kein gar nichts irgendwie. Und sie fummelte sich da durch. Alles gut, sie hätte bei der Band mitspielen können. Aber so hat das nicht wirklich viel Spaß gemacht. Nee. Das war, wenn der Wiedererkennungswert so dann weg ist, ne? Ich sag mal, das ist wie so bei der typischen Top 40 Coverband auch. Wenn der Schlagzeuger seine, ich sag mal, da ist jetzt nicht so wichtig, dass du die Fill-Ins und keine Ahnung was spielst, wie das jetzt im Original ist. Aber wenn die Lead-Vocal-Melodie jetzt eine andere ist, oder wenn der, keine Ahnung, der Gitarrist jetzt was komplett anderes spielt als im Original, dann verliert der Song natürlich den Wiedererkennungswert. Niemand wird nachher sagen, ja, oh, bei dem Fill-In ist aber im Original sind das aber 16. Ja, oder? Nach dem Motto Highway to Hell spiele ich dir auf der linken Arschbacke, den muss ich mir nicht raushören, wo ich dann immer davor denke und sage, ja, hättest du mal lernen können. Also hättest du nicht nur besser gemacht, so hättest du auch was lernen können. Ja. Geübt ist aber geschenkt, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Aber ja, ich sage auch mal, lieber 5 Minuten schämen als eine Stunde üben. Ne? Das wäre für mich heute der Spruch gewesen. Lieber 5 Minuten. Ach, hör auf, ey. Da kann ich jetzt gar nicht mehr gegen anstinken mit meinem Abschlussspruch. Aber wir bringen diese Folge trotzdem noch zu Ende. Wir bringen die Folge zu Ende, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten und schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Ich habe mal ein Lifehack vorbereitet. Oh. Gebrauchtes Geschirr schimmelt nicht, wenn man es einfriert. So. Okay. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Mach's gut, bis dahin. Yes, ciao. Oh Mann. Ach, schön. Jetzt haben wir gar nicht über die Nasen gesprochen. Nee. Ich wollte eine Mücke wegschlagen, die mir vor der Nase sprang und habe so wild nach der geschlagen, dass ich mir mit dem Daumennagel die Nase aufgerissen habe. Da muss immer drauf kommen. Das hat richtig fett geblutet. Ich war mitten im Wald. Im Wald sind so viele Mücken gerade unterwegs. Ich war so mitten im Wald. Ich denk, das ist aber auch, das blutet wie Sau. Ich habe ja hier auch so eine kleine Pulle. Macke. Ja. Das ist heftig. Ne? Da denkst du auch, wo kommt das denn her? Und natürlich kein Taschentuch bei. Ja.